Grimma trauert um seinen berühmten Sohn. Schauspieler Ulrich Mühe erlag am Sonntag, dem 22.07. einem Krebsleiden. Am 20. Juni 1953 wurde er als Friedrich Hans Ulrich Mühe in der Göschenstraße 4 in Grimma geboren. Bis zu seinem 20. Lebensjahr führten seine Stationen durch Grimma. Seit 1983 wirkte Mühe in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit. Sein größter Erfolg sollte Das Leben der anderen werden, welcher mit dem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet wurde. Die Oscarverleihung war zugleich auch der letzte große öffentliche Auftritt und gleichzeitig der Höhepunkt seiner schauspielerischen Karriere. Mühe war als Charakterdarsteller gefragter denn je. Doch angenommen hat er die Angebote nicht mehr. Kurz nach der Oscarverleihung wurde bekannt, dass sich Mühe einer schweren Operation unterziehen muss. Bei einem Interview in einer großen deutschen Zeitung gab er sich noch kämpferisch, die heimtückische Krankheit besiegen zu können. Die Nachricht von seinem Tod schockierte auch Grimmas Bürgermeister Matthias Berger. Es hat uns alle sehr betroffen gemacht. Wir haben alle sicher sehr interessiert die Zeitungsartikel der letzten Wochen verfolgt. Noch am Samstag war in der Berliner Zeitung ein größerer Artikel, indem er sich, sag ich mal, als krebskrank geoutet hat und zeitgleich sagte, es geht eben auf und ab in so einer Krankheit oder bei so einer Krankheit. Und wir haben alle sicher auch in der Hoffnung, also immer aufs Beste und Positive hoffend, das interpretiert als, es gibt eine Heilungschance. Und insofern war ich sehr optimistisch für alle, dass wir ihn wie jedes Jahr zur Eröffnung der Liederflut, er war ja Schirmherr auch mit Herz und Seele hier eigentlich dabei, wiedersehen werden. Und wir waren völlig überrascht und wir sind alle eigentlich noch sehr, sehr betroffen davon, weil Deutschland hat nicht nur einen herausragenden Schauspieler verloren, sondern die Stadt Grimma hat wirklich einen guten Freund verloren. Trotz seines Erfolges hat Mühe seine Geburtsstadt Grimma nie vergessen. Bei der 800-Jahr-Feier stand er gemeinsam mit Carmen Nebel auf der Bühne und würdigte das Geburtstagskind. Wie schon in einem Werbefilm für Grimma trat er auch hier als Wanderer Säume auf. Das verheerende Hochwasser 2002, bei dem die Innenstadt Grimmas zum großen Teil zerstört wurde, machte Mühe tief betroffen. Nicht nur, weil sein eigenes Haus, in dem seine Oma lebte, Schaden genommen hatte. Von da an setzte sich Mühe für den Wiederaufbau ein. Im Juni 2003 moderierte er eine Podiumsdiskussion zum Thema Wiederaufbau Pöbelmannbrücke. Dem internationalen Musikfestival Liederflut drückte Mühe seinen Stempel auf. Seit Beginn ist er Schirmherr des Flutfestivals und hielt sich jedes Jahr den Eröffnungstag im Terminkalender frei, um persönlich dabei zu sein. Im Vorfeld nahm er sich sogar die Zeit, sein sportliches Talent unter Beweis zu stellen. Er forderte Landrat Dr. Gerhard Gey kurzerhand zu einem Tennismatch heraus. Aber auch bei der Liederflut selbst stellte Mühe seine Vielfältigkeit unter Beweis. Bei der zweiten Auflage griff er selbst zum Mikro. Mit Veronika Fischer präsentierte er den Zuschauern eine ganz neue Seite von sich. Mit Haut und Haar und keine fremde Begier, lock mich mehr fort von dir. Nach der guten Resonanz legte er sich auch bei der dritten Auflage ins Zeug. Die obligatorische Eröffnung des Festivals wurde von einer weiteren musikalischen Einlage gekrönt. Vor der dritten Liederflut stand Mühe auch vor unserer Kamera. Vor nicht mal einem Jahr zeigte er sich zuversichtlich, was die kommenden Festivals angeht. Damals konnte noch niemand ahnen, dass er die vierte Grimma Liederflut nicht mehr erleben wird. Gerade sein Engagement in Bezug auf die Liederflut soll in diesem Jahr gewürdigt werden. Wir haben einfach beschlossen, jetzt diese Liederflut dieses Jahr ihm zu widmen, insofern, dass wir die Ehrenbürgerschaft, wie geplant, dort auch verleihen werden, sicher nun posthum. Wir sind gerade dabei, dort erstmal einen Vertreter eben hier zu bekommen. Haben auch schon Ideen, aber es ist natürlich jetzt sehr, sehr schwierig dort im familiären Umfeld. Wir wollen ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Wir müssen da entsprechend vorsichtig sein oder auch, sag ich mal, rücksichtsvoll auf die Familie zugehen. Aber ich denke, es wird schon jemand herkommen, der das dann dort in seiner Vertretung machen wird. Und wir werden auch ein paar Dinge jetzt noch kurzfristig auf die Beine stellen, um die Liederflut für ihn zu nutzen. Wir wollen aber bewusst keine Trauerfeier daraus machen.
Auch politisch unterstützte Mühe die Muldestadt nach Kräften. Selbst im Kampf um den Kreiserhalt für Grimma setzte sich Mühe für seine Heimatstadt ein. Wenn Grimma ihn brauchte, war er jederzeit bereit, sich für die Stadt einzusetzen. Uli Mühe war ein sehr, sehr bescheidener Mann. Ein ganz feiner Kerl im doppelten Sinn. Er war einerseits wirkte er immer sehr fragil und melancholisch und andererseits war er aber auch ein sehr, sehr feiner Kerl im Sinne von völlig unkompliziert und ja, einfach ein Mann, ein Wort. Also wenn wir ihn als Stadt gebraucht haben, und das, ich denke, das ist bei einem Prominenten, einem Künstler in seinem, sag mal, in seinem Range, in seinem Format keine Selbstverständlichkeit, wenn wir als Stadt ein Problem hatten, dann war ein Anruf genügt. Auch die Muldentaler würdigten Mühe als großen Schauspieler und zeigten sich betroffen über den Tod. Die Beziehung zu dem Ulrich Mühe, ich kenne erst mal früher von der Schule her, er ist ein Schuljahr älter als ich, wir sind zusammen in eine Schule gegangen. Hab ihn sehr gemocht, auch damals schon als Schüler, er war ein sehr aufgeweckter, ein sehr freundlicher, hilfsbereiter Schüler damals schon. Und auch jetzt als Schauspieler, also er ist ein bemerkenswerter Mensch, er ist ein unkomplizierter, also kein Arrogant, also man kann nur Achtung vor den Menschen haben. Und es tut mir alles sehr leid, was da passiert ist, auch für seine Familie und die Kinder, also meine Achtung und wie gesagt, es tut mir sehr leid. Oh, ich habe im Fernsehen immer gerne den letzten Zeugen gesehen, weil das ist für Männer, denke ich, von der Kriminalistik sehr interessant. Und ich habe ihn als Schauspieler und als Mensch immer geachtet. Wir haben den oft gesehen im Fernsehen. Wir sind zwar keine Grimmer, wir sind von Kolditz, aber im Fernsehen haben wir ihn gesehen. Ich habe mit Ulrich Mühe einen sehr guten Schauspieler, der in den letzten Jahren sich sehr für Grimma eingesetzt hat. Und ich bedauere das sehr, dass er schon so zeitig jetzt sein Leben beenden musste. Und kann nur hoffen, dass für Grimma weiter solche Persönlichkeiten mal sich weiter heranwachsen, sage ich mal. Einmal, sage ich mal, sehr guter Schauspieler. Und ich kenne auch seine Eltern und Geschwister. Also es war schon traurig oder ist schon traurig. Also Ulrich Mühe achte ich sehr. Ich schätze ihn sehr, weil er wirklich ein schauspielerisches Talent hat, wie nur wenige aufnehmen können und aufbringen können.